Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch Teil 4, der Engel des Todes. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben ja bei dem letzten Mal mit einem Cliffhanger aufgehört. Da haben wir nämlich einen großen Raum, das sieht wichtig aus. Und ich schätze, weiterer Rätsel oder Fallen oder beides, was uns da drin erwartet. Auf jeden Fall ist der Raum relativ groß. Okay, das sieht aus wie ein Mechanismus, wie wenn diese Säulen hier irgendwie eingelassen, runtergelassen oder hochgelassen werden könnten. Und da mal anscheinend auch irgendein Mechanismus, den wir aber auch nicht anklicken können. Ha. Und da ist wieder ein Mechanismus. Haben wir sonst irgendwas hier? Ah doch, da ist was. Ein Ritter mit Schild. Der Schild wirkt wie ein Rätsel. Ah, warte mal, war das nicht... Wir hatten doch auch... Moment, ich benutze den mal. Da, doch, genau. Ich gehe nochmal zurück. Also wir haben hier diese Symbole. Die hatten wir nämlich auch auf dem Manuskript. Und ich dachte, da wäre auch irgendwas mit den Wappen. Und da ist nochmal das Pentagramm. Okay. Ersten bewegen, zweiten bewegen. Manuskript. Nein, anschauen. Ja, die Wappen. Das sagt mir aber jetzt gar nichts. Aber da haben wir die Symbole hier. Kreuz? Halbmond, Davidstern, was diese Symbole hier wohl sollen? Also, Kreuz ist Nummer 1. 2. 3 und dann 4. Okay, ich glaube, das ist auch die Reihenfolge, die wir eingeben müssen wahrscheinlich. Moment, wie war das hier? Da steht, zum Dritten, folge dem weltlichen Weg des Meisters und erweise dich würdig. Zunächst oh, die Festung, Moment. Wo er kämpfte, doch so, da bin ich wieder. Puh, ja. Post gerade bekommen. Das war jetzt gerade ein bisschen eilig, jetzt bin ich ein bisschen außer Atem. Okay, also wie war das? Moment, wir machen nochmal Teil 2. Da steht, zum Zweiten, wende dich an die Wappen auf den Schilden und schließe den Kreis, auf dass die Ritter dich passieren lassen. Wende dich auf den Dings von den Schilden. Okay, jetzt probieren wir mal was aus, wenn mal was passiert, wenn ich jetzt den ersten bewege. Okay, dann schauen wir mal. Das war richtig. 2 war das hier. 3 müsste dann der Mond sein. Und 4 nochmal das Kreuz. So. Ist aber nichts passiert. Also so ist es ja abgebildet auf dem Dings. Ha. 1, 2, 3, 4, ja. Oder hat es jetzt tatsächlich was mit diesen Wappen auf dem Schilden zu tun? Aber die haben ja nicht die Symbole hier. Weil die haben ja ganz andere, das ist ja, ja. Da ist es wahrscheinlich eher, was auf den Schilden abgebildet ist. Das Wichtige. Kreuz? Halbmond, Davidstern, was diese Symbole hier wohl sollen. Und zwar werden sie eingestellt. So, so, so und so. Aber das scheint nichts geholfen zu haben. Da steht, der Engel wartet unter der Festung des einen wahren Patriarchen. Auf den, der da würdig ist und dem Pfad der Rechtschaffenheit folgt. Da sind wir ja jetzt gerade dabei.
Da steht, zum ersten finde die Ritter, die sich ein Pferd teilen. Und ergreife den Stein, um den Weg zu öffnen. Ergreife den Stein, um den Weg zu öffnen. War das der Stein, der rausgefallen ist vielleicht? Das könnte vielleicht sein, dass das damit gemeint ist. Der Stein, der rausgefallen ist. Da steht, zum zweiten, wende dich an die Wappen auf den Schilden und schließe den Kreis, auf dass die Ritter dich passieren lassen. Das wäre dann jetzt das, wo wir jetzt sind, denke ich. Aber die Wappen, was hat das mit diesen Symbolen zu tun? Es sind auf jeden Fall vier Sachen. Und wir haben vier Symbole. Aber wir haben ja von diesen Wappen nur... Wir können ja nur die Symbole eingeben und... Hä? Und da haben wir ja auch nur diese drei Symbole. Vier Symbole, Entschuldigung. Sind das gemeint Wappen 1, 2, 3 und 4? Und das sieht ja aus, als ob da noch irgendwie was fehlt. Ich kapiere es gerade nicht. Also wir müssten das rauskriegen vom Manuskript, aber... Ziemlich gespenstisch hier unten. Ach. Hoffentlich hast du keine Angst vor Ratten. Ha, ich? Ich habe es gehofft, wir kriegen nur ein anderes Ding noch. Andere weißt du, Mitteilung. Es gab mal eine Zeit, da waren solche Sachen fast auch nichts Neues. Ich weiß auch warum. Passiert irgendwie was, wenn wir da hinstellen. Und wir haben vier Türen, wenn ich es richtig sehe. Okay, und unser Eingang. Also wir haben vier Türen hier. Aber das war's, aber ich kann auch nichts anklicken und die Türen sehen eigentlich alle relativ gleich aus. Und da hört man wieder so ein komisches Geräusch. Ich kann aber nichts Neues sagen hier. Also, vier Türen. Da brennt eine Fackel. Keine Fackel, drei Fackeln. Und da scheint auch irgendwie... Passiert irgendwas, wenn ich jetzt halt hier umschalte? Wahrscheinlich müssen wir diese Türen aufkriegen, aber... Okay, ich muss nochmal aufs Manuskript schauen. Aber da ist doch nichts. Vier Ritter mit Schilden. Das vierte Wappen ist verdeckt. Zwei... Gold mit drei Symbolen. Rot mit zwei Symbolen. Weiß mit einem Symbol. Und blau mit... Dings. Zwei Symbolen wieder. Aber was hat das mit diesen Symbolen hier zu tun, mit diesen schwarzen Symbolen? Ich verstehe es gerade überhaupt nicht. Wir müssen anscheinend das Wappen ja nachbilden oder so irgendwie. Aber wie gesagt, wir haben nur diese Symbole. Wir haben die Wappen, vier Stück. Wir haben die Symbole. Ist das, müssen wir jetzt das Wappen vielleicht nachbilden mit diesen Symbolen? Das vierte Wappen, das verdeckt ist?
Und in den anderen sind noch diese Wappen drin. Und wenn wir das eine jetzt hinkriegen, dann geht eine Tür auf mit einem weiteren Ritter mit dem Wappen. Und dann müssen wir das reinkriegen. Oder muss ich die Symbole nach da oben anordnen, so wie es da ist? Dann wäre das jetzt das hier. Das wäre aber irgendwie seltsam. Also so wie die Symbole hier oben sind. Pentagramm. Davidstern, es ist kein Pentagramm, glaube ich, das ist ein Davidstern, Vollmond, Kreuz und nochmal so ein Ding. Genauso ist es aber auch auf der Karte abgezeichnet. Das ist genau die Reihenfolge wie auf der Karte. Oder? Nee, ist es nicht. Ja, und hier ist es so rum. Leute, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe diese vier Symbole. Wir sollen uns nach einem Wappen abbilden. Aber hier kann ich ja nichts anderes auswählen, außer diese Symbole hier. So wie sie hier sind, ist es nicht richtig. So wie es im Dings ist, ist es nicht wichtig. Oder sind die falsch abgebildet, dass wir spiegelverkehrt machen müssen? Zwei und drei, so ist das, wie es was vorhin hatten. Jetzt machen wir mal hier den Ding hin. Nee, scheint aber auch nichts zu sein. Also hier sind die abgebildet. Versteht das Rätsel nicht. Kreuz, Halbmond, Davidstern. Was diese Symbole hier wohl sollen? Sankt Georg im Kampf gegen einen Drachen. Verstehst absolut nicht. Was hatten diesen vier? Die Frage ist halt, ist es tatsächlich einer von diesen vier Rittern? Und in den anderen Sockeln ist ein weiterer Ritter drunter, wo wir auch was machen müssen. Da steht, zum ersten finde die Ritter, die sich ein Pferd teilen. Und ergreife den Stein, um den Weg halt, zu öffnen. Halt. Hier. Da steht, zum zweiten, wende dich an die Wappen auf den Schilden und schließe den Kreis, auf dass die Ritter dich passieren lassen. Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn wir das Richtige eingeben hier, wird das nächste freigemacht und dann haben wir einen weiteren Ritter. Aber ich wüsste jetzt nicht, welches die richtige Kombination ist für den ersten Ritter. Und da gibt es ja mit vier Stück gibt's extrem viele. Und es hat auch irgendwas hiermit zu tun, mit diesen Zeichen, aber Leute, ich verstehe es nicht. Ich bin noch mal ganz kurz in der Mini-Pause. Okay, ich bin wieder da und ich habe es auch jetzt verstanden, wie es geht. Es hat mit den Schildern hier oben gar nichts zu tun, sondern tatsächlich nur mit diesen Symbolen hier. Wir haben drei Symbole.
Irgendwie dachte ich die ganze Zeit, es wären 4 Symbole, aber nee, es sind nur 3 Symbole. Das Kreuz, den Davidstern und den Mond. Und jetzt ist es so, wir haben hier Kreuz, Stern, Mond und nochmals Kreuz. Und hier, wenn wir den anschauen, haben wir Kreuz, Mond, Stern, Mond, Kreuz und nochmal den Davidstern. So, jetzt ist es so, werden wir die beiden unten drunter legen. Also da haben wir das eine und jetzt werden wir das vom Manuskript hier unten drunter legen. Dann müssen wir mal schauen, also 3 Symbole, da hätten wir dann den Stern und das Kreuz. Dann bleibt nur noch der Mond übrig. Dann haben wir nämlich alle 3 Symbole hier drin. Da haben wir Mond und den Stern, also muss das hier Kreuz sein. Wie gesagt, Stern haben wir schon, den Mond haben wir schon, aber das Kreuz haben wir noch nicht. Hier genauso, Kreuz haben wir, genauso den Mond, aber den hier haben wir noch nicht. Und hier genau dasselbe wie der hier. Das hat's gebracht. Gut gemacht. Eigentlich eine relativ einfache Sache, aber ich war echt am Verzweifeln, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, mal sehen, ob das nächste Rätsel genauso schwierig wieder wird wie das hier. Also da bin ich total auf dem Schlauch gestanden, aber eigentlich ist es einfach. Ich glaube, mein Problem war, ich habe irgendwie, weil es ja 4 Symbole sind, die wir brauchen hier, irgendwie gedacht, es gibt 4 Symbole, aber es gab ja nur 3 Symbole. Und wie gesagt, wenn du die Orson runter machst, deswegen waren auch diese leeren Felder da. Da musste ich die Felder vom Manuskript runterlegen. Ja gut, Denkaufgabe. Hab ich natürlich nicht geschafft. Aber wie ich schon sagte, jetzt wird dann der Ritter, nächster Ritter freigeschaltet. Jetzt müssen wir mal anschauen, wie es mit dem weitergeht. Hat bestimmt auch was mit dem Manuskript zu tun und da werde ich wahrscheinlich auch gnadenlos was sagen. Aber schauen wir mal, vielleicht kriege ich es auch hin. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.